Die für diese technischen Hinweise. Das ist sehr wichtig für diese Online-Diskussion. Und wir werden jetzt nahtlos zum ersten Panel übergehen: Europa als Wertegemeinschaft in dramatischen Zeiten. Moderation übernimmt Frau Liszová, die ist Journalistin und Analytikerin, konzentriert sich auf deutschsprachige Länder. Sie führt Lehrstuhl für österreichische und deutsche Studien an der Karls-Universität. Früher war sie in der Assoziation für internationale Fragen. Sie war Koordinatorin für Young Professionals. Sie wird jetzt die Moderation übernehmen und hat jetzt das Wort. Bitte, Susanna. Guten Nachmittag, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Ich freue mich sehr darüber, dass wir uns heute mindestens so treffen können. Wir werden über Europa sprechen, Europa als Wertegemeinschaft in dramatischen Zeiten. Ich kann jetzt drei Gäste begrüßen. Der erste ist André Liška. Er ist heute Direktor einer philanthropischen Stiftung. Er war früher Politiker und Bildungsminister in Tschechien. Weiter Hans Maul. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung SWP, Stiftung für Wissenschaft und Politik, und arbeitet an Johns Hopkins University. Und Markus Meckel ist der dritte Redner, der deutsche Politiker und Theologe. Thema der europäischen Werte. Wie erleben wir das heute? Aber das Thema ist sicher kein neues Thema. Das, mit diesem Thema befassten sich schon viele Denker in der Vergangenheit. Einer von diesen Denkern war der tschechische Pädagoge und Theologe Jan Amos Comenius. Wir feiern jetzt 350 Jahre seit seinem Todestag. Comenius war in seiner Zeit eine inspirative Persönlichkeit mit Einfluss weit über die Grenze Böhmens hinaus. Und wir möchten an einige seiner Gedanken erinnern, die auch heute inspirativ sein können. Und um das den Rednern nicht ganz einfach zu machen, habe ich den Rednern immer ein Zitat von Comenius zugeschickt. Und ich habe Sie gebeten, dass Sie sich durch diesen Zitat inspirieren lassen, dass Sie sich dazu äußern. Als Erster bekommt das Wort jetzt Markus Meckel. Für ihn habe ich Zitat gewählt, ungefähr: Mit Hitze wird Gold getestet, in der Krise wird Menschencharakter getestet. Und ich möchte ihn bitten, dass er sich dazu äußert, wie wir in der heutigen Krise aussehen. Ob wir jetzt mehr Solidarität zeigen oder ob wir mehr egoistisch sind. Und was haben wir in den letzten Monaten über uns selbst erfahren? So, Herr Meckel, bitte, Sie haben das Wort. Ganz herzlichen Dank für die Einladung an Libor und Christian, an alle Vorbereitenden. Und ich freue mich, dass ich hier eine Reihe von bekannten Gesichtern und Namen wiedersehe und in dieser Gemeinschaft bin, in der man ja in gewisser Weise nach Gemeinschaft und Begegnung dürstet, auch wenn das jetzt hier nur digital der Fall sein kann. Ich finde es eine wirklich gute Idee, dieses Treffen, das den Werten gewidmet ist, dann auch historisch zu verorten. Und hier hat Comenius nun wirklich auch zwischen unseren Ländern eine wichtige Bedeutung, historisch, aber eben nicht nur zwischen Tschechen und Deutschen, sondern auch für ganz Europa hinweg. Und er war als Theologe und Pädagoge wirklich eine Geistesgröße, die ganz Europa ganz wesentlich geprägt hat. Und es macht uns deutlich, dass unsere Wurzeln sehr viel tiefer liegen, als dass sie jetzt nur aktuelle Einigungen pragmatischer Art sind. Ich finde es wichtig, und ich komme gleich auf diese konkrete Frage zurück, dass gerade sein Akzent auf der Pädagogik
eben dadurch liegt. Und wir haben als Tschechen, und ich komme nun aus der DDR, ja, kommunistische Ideologie und Erfahrung und Schulbildung hinter uns und den Anspruch, den neuen Menschen zu bilden. Sowohl vom christlichen Glauben als auch von humanistischem Standpunkt, glaube ich, müssen wir einfach erkennen und deutlich machen, dass der Mensch so ist, wie er eben auch vor Hunderten von Jahren war. Und dass hier gilt auch dieser theologische Grundsatz, wir sind allzumal Sünder. Das galt damals und das gilt heute. Aber es gilt eben auch diese andere Botschaft der Bibel, und ich bin ja auch als Theologe angekündigt, dass der Mensch eben Bild Gottes ist. Das heißt Partner bei der Gestaltung dieser Welt. Und deshalb gilt es als Botschaft, die wir im Hinterkopf haben müssen und die uns, glaube ich, in den letzten, ja, in der letzten Zeit noch besonders deutlich geworden sind. Es gibt nichts, was einfach automatisch ewig ist. Auch bestimmte Fortschritte, übrigens auch die Demokratie. Und wenn wir jetzt in diesen Tagen nach Amerika schauen, wird es uns besonders deutlich, selbst da, wo ein bewährtes System von Checks and Balances ist, ist das nicht automatisch gültig. Und wir gehen nicht einfach immer nur einer linden Zukunft entgegen. Es gilt nichts ein für alle Mal. Es muss neu errungen werden. Und dazu spielt natürlich dann die Frage, wie das konkret geschehen kann. Es ist ja die Frage gestellt worden nach dem Charakter. Ich finde zuallererst nochmal vielleicht davor sogar wichtig, wie Charakterbildung eigentlich geschieht. Und da kann man bei Comenius lesen, ich habe hier einen Satz gefunden, den ich toll fand, in der Begründung seiner Pädagogik. Er schreibt nämlich, Lehren heißt führen. Von der bekannten Sache zur unbekannten. Und führen ist eine linde, keine gewaltsame Tätigkeit. Sie ist voller Liebe und keineswegs Hass. Wenn ich jemanden führen möchte, dann treibe ich ihn nicht, dann stoße ich ihn nicht, dann wälze ich ihn nicht auf der Erde herum und zerre ihn nicht, sondern ich nehme ihn sachte bei der Hand und gehe mit ihm oder ich schreite auf freier Bahn vor ihm her und lade ihn ein, mir zu folgen. Ich halte das für eine ganz wesentliche Dimension, die einfach immer deutlich macht, dass wir in jeder Generation neu solches Lehren, solches Vorbild brauchen, das heißt Haltung, die wir miteinander eingeübt haben. Es gibt einen deutschen Rechtsphilosophen, der mal vor Jahren gesagt hat, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht selbst machen kann und nicht gemacht hat. Das heißt, die Verantwortung, vor der wir heute in jedem unserer Länder stehen, in der wir in Europa stehen und auch global, und auch das zeigt der Blick nach Amerika, ist, dass wir Menschen, dass es Urteils- und Charakterbildung geht. Und das heißt zuallererst, dass wir selber glaubwürdig sind. Dass wir nicht nur irgendwelche Werte verkünden, sondern dass wir sie leben und miteinander leben und uns auch verbünden. Und hier, denke ich, ist das Grenzüberschreitende dieser Aussagen wichtig. Es war damals für Comenius übrigens wichtig, wenn man sich seine Biografie ansieht, wie er durch ganz Europa gezogen ist, in verschiedenen internationalen Friedensverhandlungen beteiligt war, dann ist auch das ein großes Vorbild. Aber die zentrale Frage ist, wie können wir einerseits für uns selbst diese Glaubwürdigkeit gewinnen, aber eben auch für andere ja, dafür eine Orientierung geben, dass Menschenrechte, Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit erhalten werden. Wir haben durchaus ja die Erfahrung gemacht, vor 89 und nach 89, dass bestimmte gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen bestimmte gesellschaftliche ja, Charaktere und Verhaltensweisen belohnen oder bestrafen. Wer vor 89 initiativ war, versuchte öffentlich zu wirken, konkret Verantwortung zu übernehmen, die ihm faktisch vom System abgesprochen war, so konnte er große und leicht Schwierigkeiten bekommen. Das hat sich bei vielen tief verwurzelt, sodass Initiative neu gelernt werden musste nach 89. Gleichzeitig
war damals natürlich Opportunismus, wurde belohnt, weil man den Herrschenden folgte. In einer Demokratie braucht es Initiative, braucht es Verantwortung, braucht es manchmal auch ein Davorpreschen. Aber gleichzeitig gilt natürlich, dass Charakterstärke, klare Wertebindung es auch in der Zeit des Kommunismus gab. Und deshalb hat ja 89 eben nicht der Westen über den Osten gesiegt, sondern diese Werte, für die wir gemeinsam eingetreten haben, die haben gesiegt. Und für die, die heute wieder unter Druck sind, gilt es, dass wir uns grenzüberschreitend stark machen. Und dazu braucht es Gemeinschaft. Und deshalb sind auch solche Foren, wie wir sie hier haben, von ungeheurer Bedeutung. Nicht nur für Jüngere, natürlich auch besonders das. Aber in allen Altersgruppen brauchen wir solche Begegnung. Ja, solche Art Pädagogik, wie Comenius sie uns gelehrt hat. Vielleicht so viel als Einstieg. Oh, jetzt kann ich nichts hören. Slyšíte mě vy ostatní? Hören Sie mich jetzt? Gut, ausgezeichnet. Vielen Dank für diese inspirativen Worte. Vielen Dank für diese Zusammenfassung, dass wir nicht als Individuen mit den Herausforderungen konfrontiert sind, dass wir als Gesellschaft mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind. Ich habe an Herrn Maul die Frage gestellt, die wieder mit einem Zitat von Comenius zusammenhängt. Comenius hat gesagt, der sicherste Weg zum Frieden ist, die alten Unrechte zu vergessen. Herr Maul, meinen Sie, dass die Krise, die heute für uns eine Herausforderung ist, ob es auch eine Chance gibt, wie man die internationale Ordnung neu durchdenken und neu definieren könnte? Sie haben das Wort, bitte. Herr Maul, bitte. Vielen Dank. Ja, ich glaube schon, dass das so ist, dass wir diese Hoffnung haben können. Aber ich möchte mich zunächst auch bedanken bei den Organisatoren dafür, dass sie mich zu diesem Panel eingeladen haben, dass ich wenigstens virtuell mit Ihnen zusammen über diese Fragen der Wertegemeinschaft in der Krise nachdenken darf. Ich meine, wir hatten schon ohne die Pandemie auch sehr gute Gründe, über die Zukunft politischer Ordnung nachzudenken. Und für mich hängt bei diesem Nachdenken, hängen politische Ordnungen in unseren Ländern immer eng zusammen mit politischen Ordnungen jenseits des Nationalstaates und der internationalen Ordnung insgesamt. Covid-19 ist also nur ein weiterer Anlass, darüber nachzudenken aus meiner Sicht. Und es ist gut und richtig, so wie Sie das getan haben, aus meiner Sicht da bei der Frage der Werte anzusetzen. Vor einigen Wochen strahlte die ARD eine deutsch-polnische Dokumentation aus, die mich sehr beeindruckt hat. Sie beschäftigte sich mit dem eigenartigen Fall der Johanna Langefeld, der SS-Oberaufseherin der Frauen-KZs Ravensbrück und Auschwitz. Diese Frau wurde nach dem Krieg verhaftet und an Polen ausgeliefert. Dort wurde ihr der Prozess gemacht. Sie wurde dann von einigen polnischen Frauen, die alle als Häftlinge in Ravensbrück unter ihr gelitten hatten, 1946 aus der Haftanstalt in Krakau befreit, 11 Jahre lang in Polen im Untergrund versteckt und dann 1957 nach Westdeutschland ausgeschmuggelt, wo sie den Rest ihres Lebens zurückgezogen, aber unbehelligt verbracht hat. Langefeld war keine Sadistin, aber sie war eine überzeugte Nationalsozialistin, eine glühende Antisemitin, die viele Menschen in den Tod schickte und dann von einigen ihrer ehemaligen Opfer selbst gerettet wurde. Warum das so geschah, das kann auch diese Dokumentation letztlich nicht völlig aufklären. Aber ein Leitmotiv dieses Films ist der wichtige Unterschied zwischen Vergeben und Vergessen von Unrecht. Mich hat insbesondere die Aussage einer der polnischen Überlebenden sehr berührt, die in der Dokumentation zu Wort kam und dabei dann mit Nachdruck darauf bestand, dass wir Unrecht zwar vergeben, aber niemals vergessen sollten. Was hat nun diese Geschichte mit Ihrer Frage nach der internationalen Ordnung zu tun? Aus meiner Sicht ist es so, als ob wir in dieser Pandemie die letzte Phase der Auflösung einer internationalen Ordnung erleben,
die auf den Lehren beruhte, die die Welt aus den Katastrophen der totalitären Ideologien und der Weltkriege des vorigen Jahrhunderts gezogen hatte. Diese Lehren entsprangen dem Geist der europäischen Aufklärung und dem Impuls, eine bessere, menschlichere Welt aufzubauen. Sie entsprachen also den Idealen, denen sich auch Johann Comenius verschrieben hatte. Das Ergebnis war dann das große demokratische und menschenfreundliche Projekt der Gründung der internationalen Rechtsordnung. Einer internationalen Rechtsordnung, die 1944-45 angestoßen wurde und dann in der Gründung der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gipfelte. Ich habe keine Zweifel daran, dass es bei der Verfolgung und der Umsetzung dieses Projektes nicht nur viele Fehler und Mängel gab, sondern auch zahlreiche Vergehen und Verbrechen, also auch Unrecht. Aber es gab daneben eben doch immer auch diese Werte und diese Ideale dieses Projektes und die Erinnerung an die Grauen und die Leiden der Zeit zuvor. Und jetzt scheinen wir die Werte der Aufklärung des Humanismus, also der Menschlichkeit, zunehmend vergessen zu wollen. Verkürzt könnte man sagen, aus meiner Sicht, die liberale internationale Ordnung wird derzeit von innen zerstört durch das Verdrängen der Vergangenheit und das Vergessen ihrer Lehren. Und das bringt mich zu meiner ersten These. Wir dürfen vergeben, aber nicht vergessen und verdrängen. Und ich glaube auch nicht, dass Comenius das so gemeint hat, dass wir vergessen sollten. Ich glaube, er meinte mit dem Vergessen das Vergeben und nicht das Verdrängen. Das wäre jedenfalls meine Deutung. Wir müssen uns meiner Ansicht nach besinnen auf den Fundus unserer europäischen Werte der Aufklärung, der Menschlichkeit und der mitmenschlichen Solidarität. Und auf dieser Grundlage müssen wir unsere politischen Ordnungen neu beleben. Zu Hause, in Europa und weltweit. Erinnern, dies besagt meine erste These, ist elementar in dieser Situation. Erinnern ist immer auch eine Beschäftigung mit Licht und Schatten, mit Recht und Unrecht. So kann Erinnern dann auch Vergeben ermöglichen. Wir dürfen also das Projekt der Aufklärung nicht vergessen, das wir in Europa begonnen haben. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, was wir hier in Europa im Zeitalter des Nationalismus daraus gemacht und dann aber auch daraus gelernt haben. Und noch eine zweite These möchte ich in unsere Diskussion einspeisen. Sie greift das auf, was Markus Meckel auch schon angesprochen hat. Erinnern und Vergeben sind aus meiner Sicht nur dann fruchtbar und wahrhaftig, wenn wir es zusammen mit anderen tun. Und sogar mit den anderen, die uns an das erinnern können, was wir lieber vergessen und verdrängen wollen. Das gilt für jeden und für jede von uns individuell, es gilt aber auch kollektiv. Erinnern und Vergeben kann nur gelingen, wenn es über die eigene kollektive Identität, die eigene Nation hinausgreift und die anderen einbezieht. In unserem politischen Denken und Handeln müssen wir auf allen Ebenen der Politik das Gemeinsame wiederentdecken und es über das Trennende stellen. Identitätspolitik generell und ihre spezifische Form der nationalen Souveränitätspolitik sind zu einem gefährlichen Ballast für das europäische Projekt von Aufklärung und Menschlichkeit geworden. Das zeigt uns der Blick auf die Politik in Amerika, aber das zeigt uns auch der Blick in unsere eigenen Gesellschaften. Identitätspolitik betont das, was uns trennt. Von der Covid-19-Pandemie sind wir aber alle gleichermaßen betroffen und es ist offensichtlich, dass wir uns in dieser Pandemie, aber auch in etlichen anderen globalen Herausforderungen, Stichwort etwa Klimawandel, nur in dem Maße gut behaupten können werden, wie wir solidarisch zusammenwirken. Und damit möchte ich es von meiner Seite belassen und mich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank für dieses Einleitungswort. Ebenso wie Herr Meckel hat Herr Maul die Notwendigkeit der Solidarität betont, der menschlichen Zusammenarbeit, um die negativen Folgen der heutigen Krise zu überwinden. Und mit Ondřej Liška möchten wir uns jetzt zu einem anderen Thema zuwenden.
Und zwar das Thema der kommenden Generation. Damit hat sich Comenius auch sehr intensiv befasst. Und Unseliska als ehemaliger Bildungsminister habe gesagt, so ist die nächste Zeit, wie unsere Kinder erzogen werden, also die nächsten Bürger. Und es hat mich interessiert, wie er das sieht, wie diese Krise gerade die Jüngsten unter uns betrifft und was es für uns als Zukunft in der Zukunft bedeuten soll. Guten Tag, schönen guten Tag an alle. Ich grüße Sie alle. Vielen Dank für die Einladung in dieses Milieu, was ich kenne und was ich mag. Leider nicht Brünn, meine Heimatstadt, aber mindestens so. Mit diesem Gedanken von Comenius kann man nicht einverstanden sein. Ich glaube, das gilt seit Anfang der Menschheit, und zwar, dass die Stabilität der Gesellschaft davon abhängt, wie sich die künftige Generation adaptieren kann. Was bedeutet das für die heutige Zeit? Ich glaube, nichts Neues zu sagen, wenn ich sage, dass die Bildung bei weitem nicht nur Vorbereitung für das künftige Leben ist, also Vorbereitung für den künftigen Beruf. In der Zeit, wo sich der Arbeitsmarkt und die Lebenschancen so dramatisch verwandeln, wie sich die Wirtschaft verwandelt, das Leben digitalisiert sich also. Jetzt ist wichtig, die allgemeinen Kompetenzen und Kenntnisse zu entwickeln. Das sind nicht konkrete Kenntnisse, das sind in der Regel soziale Fähigkeiten, die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Konflikte zu lösen, zusammenzuarbeiten, lebenslang sich zu entfalten und zu lernen, sich innerlich zu motivieren und auch die Kapazität, die eigene Seele lebenslang zu pflegen. Das ist aber im Widerspruch mit vielen Trends, die wir jetzt in der Gesellschaft erleben. Die Kinder, die in einem Milieu groß werden, die vielleicht von wirtschaftlichen Mängeln betroffen sind, sind sehr viele, mehr als man denken würde, in Tschechien und auch in Deutschland. Viele Kinder leben in einem Milieu, was risikobehaftet ist, vielleicht Gewalt dominiert in der Familie oder auch Kulturunterschiede, die von den Neukommenden aus dem Nahen Osten mitgebracht werden. Trotzdem Fortschritt bei der Eingliederung der Kinder mit Sonderbedürfnissen. Es wird immer noch darüber diskutiert, ob diese Kinder überhaupt das Recht haben, in quasi normalen Schulen gebildet zu werden und inwiefern sie unterstützt werden sollen in Form einer Assistenz. Es gibt immer noch Mangel an Schulpsychologen, Kinderpsychiatern, Mangel an Pflegekapazitäten für Kinder mit Sonderbedürfnissen, Bedürfnisse aufgrund der sozialen Position oder Herkunft in der Familie mit Risikoelementen und so weiter. Die primäre Rolle des Bildungssystems ist es, die Chancen in der Gesellschaft auszugleichen. Es geht um eine holistische Entfaltung der Kinder, damit die vollwertig leben können und sich vollwertig an der Gesellschaft beteiligen können. Viele Länder und auch Tschechien machen für die Entwicklung einer bewussten bürgerlichen Persönlichkeit wird viel zu wenig gemacht. Das ist jetzt kein subjektiver Eindruck, aber wir haben feste Daten, die das bestätigen. Also die kommenden Generationen sollten die ganz komplexen Fragen lösen, die mit der Funktionsweise der Demokratie zusammenhängen. Es ändert sich dramatisch die Situation, es verschlechtert sich das Klima und wir müssen den Kindern die möglichst besten Bedingungen liefern, damit sie die
diese Kenntnisse und Fähigkeiten entfalten, die ich erwähnt habe. Wenn ich Comenius lese, werde ich immer wieder überrascht. Auch die modernen Herangehensweisen, die mit Neurowissenschaften zu tun haben und so weiter, die sich an den modernsten Erkenntnissen stützen, die überlappen sich mit den Erkenntnissen, die schon Comenius formulierte vor 400 Jahren. Wir reden heute über inklusive Bildung. Comenius sagte, kein Kind darf von der Bildung ausgeschlossen werden, denn auch das am wenigsten begabte Kind kann sich maximal entfalten, wenn es gut gebildet wird, ausgebildet wird. Das ist doch Inklusion. Und die drei wichtigsten Ziele sind, sich selbst um die Welt zu erkennen, die Welt zu beherrschen und spirituell sich hochzuheben. Das sind die Prinzipien der holistischen Bildung, mit denen die progressivsten Schulen und die besten Bildungssysteme heute arbeiten. Das ist das, was heute angestrebt wird. Das Problem ist, dass die meisten schulischen Systeme das nur schwierig erreichen, schon zu normalen Umständen, wie die Umstände vor der Pandemie waren. Jetzt in der Zeit der Online-Bildung zeigt es sich, dass wir total unvorbereitet sind und dass wir das gar nicht schaffen. Unsere Bildungssysteme und die angeschlossenen sozialen und andere Systeme sind gar nicht vorbereitet. Die Ungleichheiten, die wir bislang kaum überwunden haben, sind jetzt nur vertieft und betont worden. Eine große Menge von Kindern aus den sozial benachteiligten Familien, und das ist nicht ein Leben im Slum oder im Ghetto, das sind Familien, die vielleicht an der Grenze der Armut leben oder die Eltern nicht ausreichend intellektuelle Impulse den Kindern liefern können, die haben nicht die Technologien und können die nicht beeinflussen. Das sind die Kinder, die heute am meisten bedroht sind. Und es gibt sehr viele von diesen. Überraschend viele Kinder partizipieren gar nicht an dem Unterricht. Oder wenn, dann nur teilweise. Und das nur in der Zeit, wo diese Entwicklung sehr wichtig ist, wenn man die Kontakte anknüpft, da leben die Kinder jetzt in der Isolation, auch in den Familien, wo es empathische Eltern gibt. Ich kenne das von meiner Situation, vielleicht kennen das auch Sie. Auch für uns ist das sehr wichtig. Es ist schwer, das zu kompensieren, das zeitlich irgendwie unter einen Hut zu bringen. Man muss das auch psychisch bewältigen, also dass wir bezahlen sehr viel, wir bezahlen mit dem mentalen Unwohlbefinden der ganzen Familien. Das ist also etwas, was die Stabilität der Persönlichkeit sehr beeinflusst. Die tschechische Regierung, statt hier zu investieren, redet jetzt darüber, wie man Milliarden in Betonbauten investiert, dass man jetzt einen Kanal zwischen Donau-Oder und Elbe baut. Das ist nur ein der Beispiele. Anstatt dass es hier eine Debatte gibt, wie man in die Digitalisierung investiert, wie man die Lehrer weiterbildet, wie man therapeutische Dienstleistungen sicherstellen kann, das alles bleibt außer Acht. Es gibt jetzt vier neue Trends, die diese Covid-Krise und diese Lockdowns gebracht haben. Also was sehen wir? Also das Ungleichgewicht in der Bildung verstärkt sich, das ist ganz klar. Innovationen in der Bildung sind jetzt von der Alternative, vom Rande ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerutscht. Also das ist jetzt eine offene Chance für eine sprunghafte Verbesserung. Also
die Innovationen zu akzeptieren, das wäre unter normalen Umständen schwierig, aber die Schulen akzeptieren das jetzt viel, viel schneller. Drittens, es zeigt sich besseres Verständnis dafür, wie sehr die Bildung mit der gesellschaftlichen Kohärenz zusammenhängt und welche Möglichkeit hier ist, die Bildung zu stärken und dadurch die Gesellschaft zu stabilisieren. Und weiter, es entstehen neue Allianzen. Wir haben gesehen Initiativen und Institutionen im Bildungswesen und Kontakte mit der unternehmerischen Sphäre oder öffentlicher Sphäre, Ministerien und so. Die Krise zwingt uns jetzt zur Zusammenarbeit. Es entstehen neue Allianzen. Und es wäre hervorragend, wenn Sie sich als tragfähig zeigen würden, nachdem die Krise vorbei ist, dass die auch fortbestehen. Und zum Schluss, wir brauchen eine Bildung, die holistisch entwickelt. Kritisches Denken, Empathie, Wahrnehmung der Schönheit, Entwicklung eigener Seele. Wir brauchen in diesem Sinne neue Impulse für Bürgerbildung in Europa und für Europa, was auf eine akzeptable Art und Weise es ermöglicht, Versöhnen zu erleben. Das sehen wir an dem deutsch-tschechischen Beispiel, aber es gibt auch andere Beispiele in Europa, wie unsere Demokratie zur Welt gekommen ist. Man muss das aber in einer Sprache machen, die die Generation des Netflix auch anspricht. Für die europäische Solidarität ist die Investition in Bildung und neues Denken über die soziale Dimension der Bildung eine große Chance und es ist unsere Aufgabe, so eine Agenda möglichst schnell entstehen zu lassen und umzusetzen. Danke. Ich danke auch ganz herzlich, Herr Liška, für die gelungene Zusammenfassung der individuellen Erfahrung. Denn all das erleben wir alle jeden Tag und auch es geht um die Folgen, die es für die ganze Gesellschaft bringt. Also vielen Dank für den Vorschlag, wie man aus dem Schlamassel raus kann und wie ist die Lehre für die weitere Entwicklung. Das, ich nehme es immer sehr positiv wahr, wenn nicht nur die schwarzen Szenarios gezeichnet werden, sondern auch ein Ausblick in die Zukunft gegeben wird und welche Gelegenheiten die Krise bringt. Jetzt möchte ich unsere Diskussion eröffnen für Sie. Wir haben noch fast 45 Minuten Zeit, um jetzt die Ideen zu entfalten, die man hörte. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie Ihre Fragen lieber in Chat schicken und wir werden sie dann hier präsentieren und schreiben Sie zu der konkreten Frage auch, ob es an irgendeinen konkreten Redner ausgerichtet ist oder ob Sie das ganze Panel ansprechen wollen, damit wir wissen, wem Sie Ihre Frage stellen wollen. Ich sehe jetzt unmittelbar keine Frage, deshalb erlaube ich mir selbst zu hören. Ich möchte Herrn Meckel ansprechen mit einer Frage und dann das, was Liška auch gesagt hat, dass die Krise die Ungleichheiten in der Gesellschaft verschärft, vertieft die Gruften, die Unterschiede zwischen den Menschen, die keinen Zugang haben oder gutes finanzielles und Bildungskapital haben. Und was kann man damit tun in der heutigen Zeit? Und wie kann die Gesellschaft damit arbeiten? Und sehen Sie den sozialen Bereich als einen klassischen Wert der europäischen Integration? Herr Meckel, Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann nur dem zustimmen, dieser kritischen Frage. Wir haben ja in den letzten 30 Jahren auch in Deutschland erlebt, wie selbst da, wo die Sozialdemokratische Partei regiert hat, und das tut sie noch immer, aber über lange Zeit sehr stark neoliberale Grundgedanken im Hintergrund waren, was die Kluft
zwischen Arm und Reich und die Frage der Gerechtigkeit immer mehr zum Problem gemacht hat. Wir müssen auch sagen, dass der Zugang bildungsfernerer Schichten oder auch sozialer, schwieriger Schichten zur Bildung, zur höherer Bildung heute viel schwieriger ist, als es früher der Fall war. Wir haben die Erfahrung gemacht, auch in Deutschland mit der Bildungspolitik, mit PISA, wenn man sich da anguckt, was die Kriterien sind, dann geht das auf reine Wissensvermittlung. Und deshalb fand ich eben von André so wichtig, was er gesagt hat, dass es um soziale Kompetenzen geht, dass es darum geht, Charakterbildung, Beurteilungsfähigkeit zu bilden und eben nicht einfach nur Wissensanhäufung in bestimmten Fachbereichen zu entwickeln, sondern dass es darum geht, dann auch kommunikationsfähig mit anderen zu sein. In der Demokratie, ich habe gesagt, bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen entwickeln bestimmte Fähigkeiten oder bestrafen sie. Der Kompromiss gilt oft für viele als ein fauler Kompromiss, der von der eigenen Wahrheit abweicht. Dass aber Kompromissfähigkeit zum Beispiel eine ganz zentrale Dimension ist für demokratische Entwicklung, ist etwas, das als ein ganz hoher Wert zu schätzen ist. Ich will auch kurz eingehen auf das, was Hans Maul gesagt hat in Bezug auf Gemeinschaft und Vergeben und Vergessen. Ich befürchte übrigens, dass Comenius wirklich von Vergessen sprach und auch gedacht hat. Wir haben solche Traditionen auch in Spanien gehabt. Nach 1975 hat man gesagt, wir kümmern uns um die Vergangenheit überhaupt nicht. Um alle in die Demokratie zu integrieren, wären auch alle Franco-Leute für die gesamte Gesellschaft. Wir fangen gewissermaßen bei Null an. Und man hat erst sehr viel später gemerkt, dass das nicht klappt. Und das merkt man bis heute. Insofern stimme ich mit der inhaltlichen Position von dem, was Hans Maul gesagt hat, ausgesprochen überein. Unter uns ist Marianne Schieder aus dem Bundestag, wo jetzt gerade verabschiedet worden ist, wie ich finde, eine ganz zentrale Resolution über die Erinnerung an den Vernichtungskrieg im Osten. Wir denken ja in Deutschland immer, wir hätten den Nationalsozialismus und überhaupt wären wir die Meister der Aufarbeitung. Ich glaube, wir sind weit entfernt davon. Der Nationalsozialismus wird allzu oft nur noch zugespitzt auf den Holocaust und alle anderen Dimensionen sind vergessen. Dass aber hier viele andere Opfer waren, dass wir differenzierter schauen müssen, wird in dieser Resolution, die für ein Dokumentationszentrum für Besatzung, deutsche Besatzung in Europa und den Vernichtungskrieg im Osten ansieht und dies eben in dialogischer Form, im Kontakt mit den anderen Nationen voranbringen will, finde ich, ist eine ganz zentrale Aufgabe und ein ganz zentraler Beschluss. Ich will aber, gerade wenn wir von Gemeinschaft reden, auch nochmal das Individuelle betonen. Gerade Comenius macht ja, wenn er auf Bildung beharrt, auch deutlich, denn bilden kann sich immer nur jeder selbst. Nicht nur jeder selbst, das ist falsch. Bildung gilt für jeden Einzelnen. Eine Gesellschaft kann nur insofern sich bilden, als sie Chancen für jeden Einzelnen gibt. Und dies ist, glaube ich, in besonderer Weise von uns zu gestalten und eben auf diese sozialen Kompetenzen der Bildung in Europa, in Deutschland auch, aber in ganz Europa mehr Wert zu legen und eben nicht nur auf die Naturwissenschaften, scheint mir eine zentrale gemeinsame Herausforderung in der Tradition von Comenius. Und das heißt dann eben auch, dass wir über Grenzen hinweg zusammenstehen müssen. Wenn woanders etwas passiert und wir reagieren, ist das nicht Einmischung in die eigenen Angelegenheiten, sondern auf der Wertebasis des Lissabonner Vertrages der Kampf für die gemeinsamen Werte. Und insofern gilt, um ein Marx-Zitat etwas zu verändern, gilt heute, dass wir als Demokraten zusammenstehen müssen, die zu diesen Werten der Grundwertecharta des Lissabonner Vertrages stehen und dafür kämpfen, wo auch immer diese verletzt werden. Und das gilt wirklich, da haben wir in Deutschland Probleme, in jedem unserer Länder haben wir Probleme und müssen deshalb umso mehr zusammenstehen. Danke, im Chat ist eine Frage von Herrn Prokesch.
gerichtet auf das ganze Panel. Sollte man nicht das Geld, die man für die Bildungsinvestitionen oder Investitionen für Bildung, Sozialbereich, Medizin, zum Beispiel bedingungslose Grundeinkommen, in den Bereich der Rüstung, der 2% der 2% das sind zu viel, und man rüstet auf, wobei Tschechien und Deutschland mit von ganz anderen Gefahren bedroht sind. Also zuerst vielleicht Herr Hans Maul, möchten Sie dazu Stellung nehmen, ob es in der Tat so ist, dass heute die Zeit ist, aufhören zu rüsten und die Mittel in andere Bereiche umzulegen? Ich finde es problematisch, die beiden Fragen, wenn wir jetzt Rüstung nicht einfach als Rüstung verstehen, sondern uns darum klar machen, dass es um Sicherheit geht, um die Gewährleistung von Sicherheit, das gegen Bildung auszuspielen. Ich bin sehr beeindruckt gewesen von dem Ausführung von André Liszka und ich stimme dem völlig zu. Aber wie gesagt, ich würde jetzt nicht das gegeneinander ausspielen, sondern darauf hinweisen wollen, dass wir in Europa sowohl außenpolitisch ganz neue und schwerwiegende Probleme haben, wie auch innergesellschaftlich und innenpolitisch. Und lassen Sie mich bei der Gelegenheit auch nochmal darauf hinweisen, dass dieses Thema der gesellschaftlichen Fairness und Ausgewogenheit, der gesellschaftlichen Gerechtigkeit, eigentlich bei dem ursprünglich liberalen Projekt, das 1944-45 aufs Gleis gesetzt wurde, eine zentrale Rolle gespielt hat. Und dass bei der Wiederbelebung dieses ursprünglichen Projektes nach 1990 dann die Idee der sozialen Ausgewogenheit, das Stichwort war in den 40er Jahren das der Vollbeschäftigung, dass diese Idee der sozialen Ausgewogenheit damals dann einfach stillschweigend fallen gelassen wurde. Genau. Vor allen Dingen für die innenpolitische, für den innergesellschaftlichen Aspekt. Das war ein ganz wesentliche, ganz gravierende Fehlentwicklung. Da müssen wir zurück. Und der Bereich der Bildung ist da, glaube ich, elementar. Aber noch einmal, ich würde nicht sagen wollen, wir haben keine Probleme in unserer Sicherheitspolitik, in unseren Außenbeziehungen, sondern wir haben nur gesellschaftliche Probleme. Ich glaube, wir haben derzeit beides. Ja. Also, jetzt geht die Frage weiter an Herrn Liszka. Herr Prokesch hat noch einen Umstand erwähnt, und zwar, dass angeblich die Rüstungsindustrie nicht eingerechnet wird in das industrielle Volumen, was der Umwelt so schadet. Meinen Sie, dass man diese Fragen so verbinden kann oder nicht? Vielleicht weniger spezifisch, aber trotzdem möchte ich gerne reagieren. Ich bin sehr damit einverstanden, was Hans gesagt hat. Jetzt eben, ich glaube, dass es nicht möglich ist, die Herausforderungen in Konfrontation stellen, gegenüberzustellen. Ich glaube, wir sind die erste Generation in der Zivilisation, die diese Fragen gemeinsam lösen müssen. Die Frage der Sicherheit, auch militärisch, ist nicht mehr trennbar von der klimatischen Frage. Die Frage des Klimas ist nicht trennbar von der Frage der Struktur der europäischen Wirtschaft. Und das kann nicht davon getrennt werden, ob Europa selbst versorgend ist in der Frage der Lebensmittel. Also ich glaube nicht, dass Sicherheit und Bildung im Gegensatz stehen. Sicher nicht. Es ist nur die Frage, wie man das verflechten kann. Aber ich möchte nur einen Aspekt unterstreichen. Ich glaube, die einfache Umlegung des militärischen Haushalts. Sie wissen, ich war Vorsitzender der Grünen. Ich gehöre zu der internationalen Grünen Bewegung.
Manchmal tendiert die grüne Bewegung zum Pazifismus, aber nicht alle. Und auch diese Bewegung muss mit allen anderen wieder neu überdenken, was die Zukunft, was für die Zukunft die Sicherheit bedeutet. Und die Tatsache, dass Amerika kein sicherer Partner mehr ist für die transatlantische Sicherheit. Wir haben hier hybride Drohungen aus Russland und aus China. Vor allem China ist bemüht, unsere Lebensweise zu zerstören. Also wir müssen diese Fragen ganz seriös diskutieren. Dazu gehört auch das, dass wir für unsere Lebensmittel und für unsere Industrie und auch für unsere militärischen Fragen selber aufkommen. Also man muss das gemeinsam diskutieren. Gut, dass Sie das erwähnt haben. Danke. Schön, dass Sie das erwähnt haben. Wir haben eine Frage von Herrn Handl. Geht an Herrn Maul. Die Frage ist, ob Herr Maul meint, dass der vermutliche künftige US-Präsident Joe Biden imstande sein wird, die Position USA auf der internationalen Szene wiederherzustellen, dass Amerika wieder für liberale Werte stehen wird, dass sie an der Seite der liberalen Demokratien gegen den autoritativen Staaten stehen wird. Herr Maul, bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich gehe schon davon aus, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein wird. Ich hoffe, dass der Übergang bis zum 21. Januar 2021 sich einigermaßen problemlos gestaltet, aber da bin ich mir überhaupt noch nicht sicher. Aber nehmen wir einmal an, und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass letztendlich Joe Biden die Präsidentschaft übernehmen wird. Und dann wird er sicher versuchen, das zu tun, was Sie ansprechen, was Wladimir, was du ansprichst, nämlich zurückzukehren zu den ursprünglichen außenpolitischen Orientierungen der amerikanischen Politik, zu Multilateralismus, zu Demokratie und Menschenrechten. Ich bin nur leider etwas skeptisch, wie gut ihm das gelingen kann und gelingen wird. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste und wichtigere Grund ist innenpolitisch. So wie es jetzt sich darstellt, wird vermutlich die Mehrheit des Senats weiterhin republikanisch bleiben. Und das bedeutet, dass allein schon bei der Besetzung der Positionen in der amerikanischen Außenpolitik wir rechnen müssen mit endlosen Bestätigungsverfahren und einem erheblichen Druck auch auf Bewerber, die eben auch bei den Republikanern einigermaßen auf Sympathie stoßen. Das wird ein sehr schwieriges Geschäft werden. Und das bedeutet, dass viele Spitzenpositionen in der amerikanischen Außenpolitik auf Monate, vielleicht auf Jahre hinaus nicht besetzt werden können, nicht besetzt sein werden. Also allein schon deshalb. Zum Zweiten ist das innenpolitische Problem der amerikanischen Demokratie, das wir heute schon mehrfach angesprochen haben, ist ja in keiner Weise durch diesen Wahlausgang beigelegt worden. Es bedarf enormer Anstrengungen des nächsten Präsidenten, wenn er denn gewillt ist, das zu tun, damit zu beginnen, auch nur diese Spaltung der amerikanischen Gesellschaft zu heilen. Das wird lange dauern und das wird viele immer wieder neue Schwierigkeiten aufwerfen. Es wird die Außenpolitik ablenken und es wird immer wieder einfach auch dazu führen, dass es Sand im Getriebe geben wird. Also ich glaube, das Problem sind nicht die guten Absichten einer Administration Joe Biden. Das Problem sind die ungelösten innenpolitischen Schwierigkeiten und auch eine veränderte außenpolitische Lage, in der China eben heute eine ganz andere Position einnimmt als noch vor 4 Jahren. Wenn ich daran kurz anschließen darf? Ich finde das ausgesprochen richtig. Würde nur als Folge darüber sagen, dass wir in Joe Biden jemanden haben, der Europa versteht, der Europa kennt und der ganz anders bereit ist, auf gemeinsame Werte zuzugehen. Und ich glaube, das ist schon ein sehr großer Wert, auch wenn ich die Schwierigkeiten genauso einschätze, wie sie eben dargestellt worden sind. Damit macht es aber auch deutlich, dass wir in Europa
vor immensen Herausforderungen stehen, denn wir müssen eben gerade manches kompensieren. Und da ist die Frage der Sicherheit angesprochen worden. Die Frage der 2% ist eine rein formalistische. Aber die Frage ist ja schon, wie geben wir in Europa das Geld für unsere Sicherheit aus? Wir investieren ja sehr viel in ganz Europa, aber wenn man sich die Gesamtsumme ansieht und die Effektivität, wie wir das völlig zersplittert tun, nicht abgestimmt, dann macht das, zeigt das sehr deutlich, dass wir selber unsere Hausaufgaben tun müssen und hier viel stärker militärische, politische, entwicklungspolitische und andere zivile, rechtliche Politiken kohärent gemeinsam zu bestimmen, ist eine immense Aufgabe, die wir manchmal noch nicht mal national schaffen und in Europa selber noch zu wenig diese Dinge erkennen. Insofern kann ich sagen, die Schwierigkeit Amerikas offenbart die Schwierigkeit Europas in besonderer Weise. Und deshalb sind solche Foren jetzt nicht allein nur in Bezug auf die Werte wichtig, sondern wirklich auch danach zu fragen, wenn wir uns über diese Grundorientierungen, und da hatte ich den Eindruck, waren wir uns eben alle sehr einig, müssen wir uns sofort fragen, was können wir tun, um Europa gemeinsam voranzubringen, um die Institutionen zu stärken? Wie können wir wegkommen von Einstimmigkeitsentscheidungen und dann auch Mehrheitsentscheidungen zu ermöglichen, um die ständiges sich selbst blockieren zu überwinden? Da sehe ich immense Fragen und ja, das braucht die gemeinsame Anstrengung. Ich danke allen beiden Rednern für die Beantwortung. Und die nächste Frage bringt uns wieder von der internationalen Ebene auf die deutsch-tschechische oder nationale von Frau Susanna Jürgens. Und sie fragt vor allem Ondřej Liška. Die Frage lautet, im Bildungssystem der Tschechischen Republik ist auch keine politische Bildung vorgesehen, die sich auch auf Erwachsene richtet. Es wird vertreten durch andere gemeinnützige Einrichtungen wie Člověk v tísni. In Deutschland gibt es die Bundeszentrale für politische Bildung und alle Reihe von weiteren Aktivitäten. Glauben Sie, dass die tschechische Politik in diesem Sinne irgendwelche Ambitionen hat oder Pläne, die auch realisiert werden könnten? Und ist diese Bildung, die politische Bildung, wichtig aus Ihrer Sicht? Vielen Dank für die Antwort. Ich werde versucht, kurz zu antworten. Viel Zeit haben wir nicht. Sie haben recht. Man muss viel mehr machen und die Situation in Tschechien ist, würde ich sagen, fast verzweifelt. Gäbe es nicht absolut begeisterte kleine Inseln von Pädagogen in den Schulen, die oft wahrgenommen werden als die Letzten unter den Lehrern, leider Gottes, das muss ich offen sagen, die bemüht sind, diese politische Bildung irgendwie aufzuleben und sie haben im Curriculum nur 45 Minuten in der Woche. Also gäbe es diese kleinen Inseln nicht, dann gibt es nichts. Es kompensieren nur die begeisterten Lehrer und die Non-Profit-Organisationen. Ich glaube, das ist eines der größten Defizite der heutigen demokratischen Gesellschaft, wie sie eigentlich Hazard macht mit der Zukunft, denn wir wissen, dass die Demokratie austrocknen wird. Und die Frage ist, wie man heute die Bürgerkunde unterrichten soll. Es darf nicht trocken sein, sondern es muss transformativ sein. Es geht um die Übertragung der transformativen Erfahrungen. Also, dass man muss zeigen, dass es möglich ist, mit einer Stimme etwas in der Umgebung, aber auch in der Gesellschaft zu ändern. Aber darüber zu überzeugen, lassen sich die Menschen heute nur selten. Deshalb muss man sehr elfederisch sein. Ungefähr vor 13 Jahren als Bildungsminister war ich bemüht, die tschechische Version der Bundeszentrale für politische Bildung einzuführen. Und es endete mit einem Fiasko.
Risiko, weil diese Initiative, die von mir als Minister ergangen war, hat der Rest des politischen Spektrums wahrgenommen als jemand, dass ich, also die haben gemeint, ich will in die Schule Indoktrinierung bringen. Aber die Frage ist, wer kann heute sowas hineinbringen? Es hat keine Unterstützung bei den politischen Parteien. Es gibt also keine konkrete Initiative, mit der das Ministerium kommen könnte oder möchte. Vor wenigen Jahren gab es einen Versuch, aber es scheiterte auch gleich. Also ich sehe eher den Weg darin, dass diese Organisationen wie Człowiek w Tiśni, also der Mensch in Not oder andere, die ein bisschen in Konkurrenzverhältnis gegeneinander sind, dieses überwinden und dass sie versuchen, eine parallele Plattform einzurichten, die es ermöglicht, diesen Schulen solche Methodiken zu verwenden, dass man auf eine moderne Art und Weise diese Ideen in die Schule bringt. Jede Non-Profit-Organisation macht es für sich selbst auf ihre Art und Weise, aber es ist nicht ausreichend, es ist nicht zureichend. Vielen Dank. Die nächste Frage möchte Gerd Weißkirchen stellen und ich würde ihn bitten, diese Frage direkt zu stellen. Ja, mache ich gerne. Ich hätte gern an Andrei und an Markus und an Professor Maul die Frage gerichtet, was können wir als Forum, Gesprächsforum, tun, damit genau das, was Andrei eben angesprochen hat, dass aus der Gesellschaft selbst, von Lehrerinnen und Lehrern, von den Pädagoginnen und Pädagogen, genau dieser Impuls ausgehen kann. Bei Comenius ist das ja gelungen, dafür zu sorgen, dass die gesamte Bildungslandschaft sich verändert hat. Was können wir tun von unserer Seite aus, um eine neue Perspektive zu entwickeln, damit das genau gelingt, was Andrei eben angesprochen hat? Ob Bundeszentrale für politische Bildung oder andere Initiativen, gäbe es eine Möglichkeit, wo wir als Forum initiativ werden können. Wie kann das aussehen? Vielleicht würde ich Herrn Maul zuerst bitten, dazu Stellung zu nehmen und dann die weiteren Panelisten. Vielen Dank, Herr Weißkirchen, für die Frage. Ich wünschte, ich hätte eine überzeugende Antwort als die ich hier tatsächlich anzubieten habe. Nur, ich denke, ich sehe keinen anderen Weg, als das dafür werben und das dafür eintreten und das dafür argumentieren in all den Kontexten, eben auch in diesem Kontext, die wir haben. So hat das ja auch letztlich Comenius gemacht. Er hat gewirkt durch das, was er schrieb und durch das, was er als akademischer Lehrer vertreten hat. Also ich glaube, es ist einfach sehr viel Überzeugungsarbeit angesagt in allen Kontexten, die wir zur Verfügung haben. Aber ich fürchte fast, dass Ihnen das auch schon bewusst ist und ich Sie insofern auch etwas enttäuschen muss, dass ich jetzt keine zündende, brillante Idee Ihnen anbieten kann. Aber ich hoffe sehr, dass andere in dem Panel da Ihnen in der Lage sind, mehr zu bieten, als ich das kann. Děkuji, možná bych poprosila pana Meckla, jestli by věděl o nějakém německém receptu, jak přesvědčit veřejnost o tom, že podobnou instituci, podobný druh vzdělávání potřebujeme. Also mir geht's da wie ans Maul, dass wir die Herausforderung sehen, aber dass es jetzt spezifisch für den Zukunftsfonds eine spezifische Aufgabe gibt, sehe ich nicht. Ich glaube, dass wir überhaupt versuchen müssen, grenzüberschreitend oder mehr grenzüberschreitend unsere jeweils eigenen gesellschaftlichen Themen angehen und nicht nur glauben, wir könnten sie im nationalen Raum lösen, denn wir merken ja schon innerhalb einer solchen Stunde, wie stark wir vor gemeinsamen Problemen stehen und dass wir viel stärker unsere eigenen gesellschaftlichen Kontexte und Herausforderungen mit denen unserer Nachbarländer und in ganz Europa
versuchen zu thematisieren. Dieser große Irrtum, zu glauben, dass angesichts unserer gegenwärtigen Herausforderungen wir allein national dies schaffen, den müssen wir überwinden. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch Dinge einfach national anfängt. Bildungspolitik ist natürlich zuallererst einmal eine nationale, in Deutschland sogar eine Länderaufgabe. Und insofern darf man jetzt die eine Ebene auch nicht gegen die andere ausspielen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Erfahrungen aus anderen Ländern, aus anderen Kontexten auch den eigenen Horizont so ungeheuer erweitern und damit manche Scheuklappen helfen, beiseite zu bringen. Und insofern kann ich nur hoffen, dass man da schrittweise vorankommt. Mehr kann ich leider dazu auch nicht sagen. Vielen Dank, Herr Liška. Glauben Sie, dass wir auf dieser Plattform zu einer neuen Lösung oder neuen Vorschlägen kommen, wie man die Bürgererziehung in Tschechien einführt? Ich glaube, das Beste, was diese Form, diese Plattform von interessanten Menschen in ihren Bereichen ist, dass jeder dort, wo man wirkt, darüber spricht und begründet, warum es so ist. Also, dass jeder von uns auf seine Stelle ein Mandat dafür stellt, dass der Staat und die Regierung auf Systemebene es machen können. Wenn jeder von uns eine Organisation macht, die die Bürgererziehung durchführt, schaffen wir keine Änderung. Aber wenn jeder darüber spricht und das Mandat der Politik dazu gibt, dann glaube ich, dass die politischen Parteien, die sich damit ernst befassen, zum Beispiel die Piraten in Tschechien oder auch die von der politischen Partei Stan, also vielleicht schaffen sie es, eine politische Mehrheit dafür zu bekommen und dann könnte man etwas erzielen. Also ich bin eher ein Optimist. Ich glaube, es wird die Zeit kommen, wenn es selbstverständlich sein wird, aber hoffentlich nicht zu spät. Vielen Dank. Die nächste Frage haben wir von Stefan Hertler, der noch einmal fragt nach der gesellschaftlichen Solidarität, aber aus einem anderen Blickwinkel, nämlich im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus den Krisengebieten. Die Frage heißt, sowohl in Tschechien als auch in Deutschland, hat man sich skeptisch gestellt gegenüber der Aufnahme. Also ich meine, jetzt in unterschiedlichen Schichten war die Meinung, die Position anders. Hängt es mit der sozialen Stellung der Menschen zusammen, wie oder inwieweit man bereit ist, diese Flüchtlinge aufzunehmen? Oder ist es eine Frage, die eigentlich irgendwie im Widerspruch dazu steht, was gesagt wurde? Bitte, Herr Mikl, hängt der soziale Status mit der Bereitschaft, Flüchtlinge aufzunehmen, zusammen? Bin ich gefragt jetzt? Also ich glaube schon, dass das miteinander zusammenhängt. Natürlich ist es ein großer Unterschied und Gesellschaften prägen und mit ihren Erfahrungen natürlich auch die Haltung der Einzelnen. Wir haben eben die Erfahrung, dass in der Tschechischen Republik ähnlich wie in Ostdeutschland oder in großen Teilen Ostdeutschlands oder Polens es relativ wenig Ausländer gibt und keine Erfahrungen. Wir haben eine große Transformation, die viel mit gesellschaftlicher Verunsicherung zu tun hat. Und es ist ein, ich glaube, anthropologisches Phänomen, dass Menschen, die selber sehr verunsichert sind, sozusagen sich fixieren auf ihre eigene Sicherheit und weniger offen sind für andere. Das sind Herausforderungen und Schwierigkeiten, die muss man sehen. Insofern helfen hier nicht allein moralische Forderungen. Das aber in der Tendenz, wir es lernen müssen, dass zu unseren Grundorientierungen, auch zu unseren Grundwerten, und da kann man sich durchaus wieder auf Comenius beziehen, es um die Würde des Menschen geht und nicht nur um die Würde des Tschechen oder des Deutschen. Und dazu gehört natürlich, dass wir den, der zu uns kommt, als Menschen in seiner Würde achten. Wir werden nicht jeden aufnehmen können, aber ihn zu verunglimpfen, nur weil er, wie man dann oft sagt, ein Wirtschaftsflüchtling ist, da müssen wir nur in unsere eigene Geschichte gucken. Gucken wir uns doch die Zeit des Kommunismus an.
die allermeisten, die dann weggingen aus dem eigenen Land, waren in diesem Sinne Wirtschaftsflüchtlinge. Sie hatten zwar auch politische Gründe, weil sie in Freiheit leben wollten, aber die allermeisten waren an Leib und Leben nicht gefährdet. Wenn jemand aus Syrien kommt, ist er sehr viel mehr gefährdet, als wenn er aus der Tschechoslowakei oder aus der DDR kam. Das heißt, hier eine mehr Kenntnis, mehr Empathie zu entwickeln und natürlich klare rechtliche Verfahren und ja, die Offenheit des Menschen, indem man dem Einzelnen mehr Sicherheit zu Hause gibt, dies wird die Offenheit gegenüber dem anderen fördern. Ich weiß, dass das jetzt auch nur eine allgemeine These ist und das kann man nicht einfach, indem man einen Schalter umlegt, ändern. Aber ich glaube, das ist die Richtung, in der wir miteinander arbeiten müssen. Sie haben richtig betont, dass man über diese Dinge diskutieren muss, dass man gemeinsame Lösungen anstreben soll. So eine gemeinsame Lösung bietet auch Tomáš Sachar an. Ich werde seine Frage jetzt verlesen. Ist ein bisschen länger. Tomáš Sachar schreibt: Eine der Ideen, die ich in der letzten Zeit interessant fand, ist die Idee European English. Das wäre eine Aufarbeitung von der englischen Sprache, die in sich in Europa verwendete Spezifika der englischen Sprache in Englisch einarbeiten würde. Das wäre also dann unterschiedlich, ein Unterschied von British English oder American English. Also wenn man gezielt European English sagen würde, könnte das dazu führen, dass wir mehr Zugehörigkeit zu Europa empfinden würden. Herr Maul, was meinen Sie dazu? Was ist also Ihrer Meinung nach so wichtig für diese Kommunikation und gemeinsame Sprache in Europa? So, Herr Maul, bitte. Hören Sie mich, ja? Mein Eindruck wäre, dass das, was Sie hier vorschlagen, im Grunde schon im Entstehen ist, sich sozusagen relativ naturwüchsig herausbildet. In Brüssel, im Umfeld der europäischen Institutionen, wird natürlich schon sehr viel Englisch gesprochen. Es gibt einige Leitmedien in englischer Sprache, würde ich sagen, die jedenfalls eine große Rolle spielen als gemeinsame Plattform. In den Elitenkontexten natürlich innerhalb der Europäischen Union, aber die europäische Integration ist natürlich letztlich auch und vor allem nach wie vor ein Elitenprojekt. Aber auch, ja, ich glaube schon, dass das im Grunde schon entsteht und dass die englische Sprache und auch eine spezifische Form, das Englische dann zu nutzen, sich da herauskristallisiert zunehmend und auch, denke ich, die klassische Sprache der europäischen Integration, nämlich das Französische, faktisch auch immer mehr verdrängt. Also ich glaube, das ist schon im Gange, was Sie vorschlagen. Und ich würde auch glauben, dass sich das sozusagen von selbst immer mehr tatsächlich einfach durchsetzen wird. Ich sehe also da nicht unbedingt politischen Handlungsbedarf, aber glaube, wie gesagt, dass das, was Sie vorschlagen, auch schon auf gutem Wege ist. Ich hätte noch gerne das gleiche Ondřej Liška gefragt. Er bewegt sich viel im internationalen Milieu. Also sind Sie mit dieser Analyse einverstanden, dass wir heute schon so etwas haben wie das European English und dass wir das auch verwenden? Ja, wir haben es, aber das bedeutet nicht immer, dass es grammatisch korrekt ist. Pidgin European English gibt es schon, aber ich bin nicht sicher, ob das ein gemeinsames Identifizierungsmittel für die europäische Zusammengehörigkeit ist. Aber das ist ein interessanter Gedanke, Tomáš. Ja, aber dieses Denken out of the box ist sehr nützlich. Aber allgemein, ich glaube, die Bürgergesellschaft und vor allem die Kultur spielen hier eine absolut wichtige Rolle für die Gestaltung von Bindungen, die nicht politisch geregelt werden müssen. Diese Bedingungen sind eigentlich eine Bedingung für das Zusammengehörigkeitsgefühl,
das dann noch potenziert werden kann im Sinne Effizienz der Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass die EU, dass die Kommission jetzt notwendig eine Art Top-Down-Attitude oder Initiative entwickeln müssen. Also es gibt keinen Handlungsbedarf, hat mein Vorredner gesagt. Ich sehe auch keinen. Aber die Förderung der Kultur, der Kunst, der Bürgergesellschaft und die übernationalen Beziehungen, das ist der Nährboden für so eine Art Zusammengehörigkeitsgefühl. Und jetzt noch die vorherige Frage und eine Reaktion. Ob die soziale Stellung irgendwie die Position zur Integration von Flüchtlingen und so weiter vorbestimmt. Die letzten 5 Jahre haben uns Beweise geliefert, dass Empathie und Solidarität nur sehr wenig mit dem Bildungsgrad zusammenhängt. Fast gar nicht. Covid heißt das wieder, was wir manchmal hören von ehrwürdigen Professoren mit vielen Titeln, auch Ärzte, die aber keine Epidemiologen sind, sondern Chirurgen, manchmal was für fragwürdige Theorien sie laut veröffentlichen, wie man sich jetzt wehren soll und so weiter. Manchmal zeigt sich also, dass wir eher von unserem Werte-Background definiert sind. Ich würde sagen, also die Verwandlung unserer Denkweise ist also der Frontalunterricht. Also wir zeigen den Kindern, wir sagen den Kindern, wie die Welt geht und sie werden sich besser in der Welt orientieren. Das geht nicht. Wir haben früher gedacht, dass die Frage der Verifizierbarkeit der Behauptungen ist, dass manche nicht genug Informationen haben. Aber jetzt, wo alle Informationen für alle zugänglich sind, sehen wir, dass das nicht geholfen hat. Die Algorithmen für die Verteilung der Informationen machen das Ganze noch viel schlimmer. Also ich plädiere schon dafür, dass sich jetzt die Werte mehr darin zeigen, wie wir das Bildungsmilieu gestalten. Und die Kinder und die jungen Leute sollten wir mehr ins praktische Leben hereinziehen. Schon Aristoteles hat gesagt, es gibt nichts wie Vorbereitung fürs Leben, denn die Vorbereitung ist schon das Leben. Also da, so sollten wir auch die Schule wahrnehmen. Also das Leben soll schon in der Schule sein. Das ist keine Vorbereitung. Danke, dass du diesen Gedanken genannt hast. Genau wie die Gedanken von Comenius veraltern diese Gedanken nicht. Die Zeit ist leider aus. Also jetzt noch kurz. Die drei Redner haben ein bisschen Zeit für Schlusskommentare. Vielleicht anfangen mit der Frage, welchen Hauptwert haben wir in der heutigen Krise entdeckt, auf dem wir in der Zukunft aufbauen sollen? Aber wir haben jetzt nur wenig Zeit und ich bitte um kurze Antwort und ich bitte Herrn Meckel als Ersten. Also wenn ich noch einen aus diesem Gespräch Gedanken äußern möchte, dann gehört zu diesen Fragen der Werte natürlich auch die Frage unserer Rechtsentwicklung. Die Frage der Unabhängigkeit des Rechts ist ein ständiges Thema, mit dem wir überall zu kämpfen haben, auch in der Europäischen Union, auch mit denen, mit denen wir vor 30 Jahren gemeinsam Recht und Freiheit erlangt haben. Und wenn es um die Migration geht, geht es hier um die Anerkennung von Verschiedenheit. Ich bin seit langem dafür eingetreten, dass wir in der Europäischen Union eigentlich einen Kommissar für Minderheitenfragen einrichten sollten, weil dies dann eben schon lange verwurzelte
Unterschiedenheit ist in einem Gemeinwesen, wo es wichtig ist, Minderheiten zu stärken. Und ich muss jetzt gar nicht, brauche nur die Roma als ein Thema zu nennen, wo wir sofort wissen, dass es auch in all unseren Ländern nach wie vor Probleme gibt. Und wer innerhalb der traditionellen Unterschiedenheit schon Schwierigkeiten hat, wird sie noch viel mehr haben, wenn zusätzliche, durch Migration zusätzliche Unterschiedenheit dazukommt. Insofern die Frage der Rechtsentwicklung und des internationalen Rechtes gehört hier dann ganz schnell auf die Tagesordnung. Aber das wäre ein neues Panel oder überhaupt ein neues Buch, eine neue Konferenz. Vielen Dank für die jetzt, die wir hatten. Vielen Dank. Jetzt bekommt Herr Maul das Wort. Wie ist der grundlegende Wert, auf den wir für die Zukunft bauen sollten? Ja, vielen Dank für diese Frage. Ich will sie ex negativo beantworten. Also ich möchte einen Wert identifizieren, über den wir eigentlich eher implizit gesprochen haben viel und der mir zugleich sehr grundlegend und auch sehr problematisch zu sein scheint. Das ist der Wert der nationalstaatlichen Souveränität. Nationalstaatliche Souveränität, die Art und Weise, wie sie gedacht wird und wie sie in der Politik durchschlägt, ist aus meiner Sicht ein ganz großes Problem geworden. Die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, ist nicht, dass wir nationalstaatliche Souveränität abschaffen müssen. Das wäre ein Fehlschluss. Aber ich denke, wir müssen uns darüber klar werden, wie wir diese Idee, wie diesen Wert definieren und wie wir ihn definieren sollten, realistischerweise im Sinne unserer eigenen Zukunft. Müssen wir mit dieser Kategorie, mit Souveränität, nationalstaatlicher Souveränität anders umgehen, lernen. Und das scheint mir sehr wichtig zu sein in dieser Situation. Vielen Dank. Ich danke mich auch nochmal sehr dafür, dass ich teilnehmen durfte an dieser Veranstaltung hier und wünsche Ihnen noch gute Gespräche im Weiteren. Děkujeme vám a pane Liško, nyní máte prostor vy pro vás. Vielen Dank und Herr Liška, jetzt sind Sie dran. Vielen Dank. Ganz kurz. Ich empfinde immer eine bestimmte Gefahr, wenn man beginnt, über Werte zu sprechen und darüber, welche die wichtigsten sind und welche die europäischen sind. Denn es endet dann mit einer Einkaufsliste, wo es dann überwuchtet zu einem Kulturkrieg darüber, was noch europäisch ist und was nicht mehr. Ich glaube, dass viele solche Debatten nicht konstruktiv sind oder nicht zielführend. Und ich glaube, dass unsere Aufgabe darin besteht, eine neue Sprache dafür zu suchen, wie wir über unser Zusammenleben sprechen, über unsere Gemeinschaft. Um das Wort National und Nationalstaat zu meiden. Ich glaube, dass einer der wichtigsten Werte mit der Hoffnung verbunden ist, dass wir in den nächsten Jahrzehnten die Hoffnung aufrechterhalten für die Menschheit, dass gemeinsam zu leben in einem Raum und trotzdem unterschiedlich zu sein, möglich ist. Also es ist möglich, über Änderungen im Bereich politischer Ordnung, Rechts, Kultur und so weiter zu sprechen, aber solche Werte wie friedliches Zusammenleben, Solidarität, Empathie, dass diese auch in der Welt lebensfähig sind, dass immer atomisiert werden und dem Isolationismus verfällt. Es ist schwierig, diese Ideen in die Lehrbücher zu bringen, aber ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man diese der neuen Generation vermittelt. Und ich danke, dass das Deutsch-Tschechische Zukunftsforum in diesem Sinne auch wirkt. Und wünsche alles Gute. So, meine Damen und Herren, es bleibt mir nichts anderes übrig, als unseren Rednern zu danken. Ich glaube, dass es toll ist, dass Sie mit uns heute waren und dass Sie Ihre Meinungen mit uns geteilt haben. Ich danke auch Ihnen für die aktive Beteiligung in der Diskussion. Und ich glaube, dass das Treffen in der heutigen Zeit die Begegnung wichtiger heute ist als denn je. Und ich freue mich, dass wir uns das nächste Mal wieder in einem realen Raum und in realer Zeit treffen. Leben Sie weiter mit Hoffnung. Auch ich möchte herzlich danken, natürlich unseren Rednern, aber auch der Moderatorin, Susanna Liszová. Ich möchte mich entschuldigen, dass nicht alle Teilnehmer beteiligt sein könnten, denn wir sind zeitlich begrenzt und auch technisch begrenzt.
Aber ich weiß, dass viele von Ihnen sich noch gemeldet haben und mit weiteren Beiträgen auftreten wollten, aber halt das nächste Mal. Unsere Diskussion endet nicht und das deutsche